1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, das hier ist mein Gast morgen Abend. Michael Holm ist mein prominenter Gast. Samstagabend im WDR Fernsehen, 23.30 Uhr. Und wenn ihr gerne mit Michael Holm sprechen wollt, dann meldet euch heute ganz einfach schon bei uns an unter domian@wdr.de. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da live hier im Radio bei 1Live und live im Fernsehen. Ja, mit einer freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei uns unter der bekannten Telefonnummer oder eben auch per Mail. Der erste Anrufer ist Christina und Christina ist 21 Jahre alt. Hallo Christina. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Also es geht um meine Mama. Ja. Die ist dieses Jahr am 31. Januar verstorben. Ja. An den Folgen von Brustkrebs. Ja, wie alt ist deine Mama geworden? 61. Ja, auf jeden Fall war das halt so, also sie galt eigentlich theoretisch als geheilt, ja. Ja. Muss ich dazu sagen. Also sie hat 97 hat sie es bekommen und ihr wurde dann auch die linke Brust abgenommen. Und ja, sie ist halt jeden Monat zur Vorsorgeuntersuchung gegangen, also zur Mammographie und wurde halt untersucht. Und also sie kam immer heim und war dann auch total stolz und hat gesagt, dass die Blutwerte und ja, eigentlich das ganze Gesamtbild eigentlich vollkommen okay ist. Ja. Und, also ja, während der Behandlung. Ja, genau, also nachdem das dann halt abgeschlossen ja, war. Ja, also nachdem die erste therapeutische Behandlung abgeschlossen war, sah es immer wieder gut aus, wenn sie zur Nachsorge ging. Genau, es war dann halt auch praktisch auch gleich eine Vorsorgeuntersuchung. Natürlich, ja, ja. Hat sie denn direkt beim ersten Mal, nachdem es beim ersten Mal diagnostiziert wurde, die Brust abgenommen bekommen? Ja. Ja. Also ich war damals eigentlich noch relativ jung und ja, es war halt, also damals konnte ich eigentlich auch gar nicht mit umgehen. Also ich wusste das auch gar nicht, ja, was es denn jetzt direkt heißt, ja, ja, sich überhaupt damit zu befassen und so, ja. Ja, also es war dann halt auch so, dass ich die ersten Jahre überhaupt gar nicht mit zurechtgekommen bin, weil ich auch nicht wusste, wie ich da jetzt irgendwie groß... Hat deine Mama dir das denn erklärt, richtig, damals? Ja, also sie kam zu mir und hat gesagt, du weißt doch, was für eine Krankheit deine Oma hat, weil meine Oma hat 83 die Brust abgenommen bekommen. Die hatte auch Brustkrebs. Also. Und dann hat sie halt gemeint, ja, sie hat jetzt eben dasselbe wie Oma bekommen. Wir rechnen mal eben mal gemeinsam zurück. Wie alt warst du da, als deine Mutter die Diagnose gestellt bekommen hat? Brustkrebs, da war ich knapp 14. Knapp 14. Ja, das ist natürlich auch ein Alter, wo es auch sehr... schon schwierig ist, ne? Und wo es einem sehr nahe geht, wenn man merkt, die Mutter hat eine sehr, sehr schwere Krankheit, man das vielleicht noch gar nicht so richtig einordnen kann und verstehen kann. Ja. So, dann ging deine Mutter immer wieder zu den Nachuntersuchungen, die gleichzeitig, wie du auch gerade richtig gesagt hast, Vorsorgeuntersuchungen waren. Aber dennoch hat sich dann die Krankheit sehr rapide in der letzten Zeit, im letzten Jahr, negativ entwickelt. Also es war dann halt auch so, dass es letztes Jahr im Juni war das, da war sie war halt auch Diabetikerin, dann halt durch die Krankheit noch dazugekommen. Und letztes Jahr im Juni war sie dann halt morgens im Unterzucker gelegen. Mein Vater hat sie morgens um 5 gefunden, wie sie im Bett lag. Und er war dann mit der Situation total überfordert, kam in mein Zimmer rein, hat mich angeguckt und hat gesagt, komm bitte rüber, deine Mutter kommt nicht mal so zu sich. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Ich raus aus dem Bett rüber und sie lag da wirklich total steif im Bett, hatte die Augen offen und hatte einfach starr nach oben an die Decke geguckt. Erst im Moment wussten wir gar nicht, was los ist. Also wir hatten irgendwie auf Herzinfarkt oder Schlaganfall oder so getippt. Dann hatten wir auch sofort den Notarzt gerufen und der hat gemeint, ganz klarer Fall, sie ist Diabetikerin Unterzucker. Sie war dann auf Unterzucker 31. Ja, ja. Und das heißt dann schnell ins Krankenhaus? Ja. Ja. Und sie war dann im Krankenhaus gewesen und ich kann mich noch erinnern, sie hatte damals schon Probleme mit dem Magen, ihr war ziemlich oft schlecht und sie hat erbrochen. Und da hatten sie halt auch in diese Röhre da reingeschoben.
Und dann hatten sie so weiße Kriesel auf dem Darm schon gefunden. Aber die hatten uns dann auch gesagt, nee, wir brauchen sich keine Sorgen zu machen, ist nichts weiter, wir kriegen das schon weg. Ja. Ja, und dann hatten wir sie mit nach Hause genommen. Und dann ging es eigentlich so, ab Juni, Juli ging es dann richtig los. Sie kam dann eines Morgens an und ihr Arm war ganz steif. Mhm. Und sie hat am Anfang gedacht, ja Mensch, das wird irgendwie ein Zug oder so gewesen sein oder ich war halt noch falsch gelegen oder so. Mhm. Und das. Was gab es denn dann noch für Anzeichen später? Also ihr Arm wurde steif, sagst du? Ja, sie wurde immer schwächer. Also es Aber das ist ja seltsam. Sie wurde dann im Krankenhaus wirklich untersucht. Man hat sie in einen Computertomographen gesteckt und man hat da keine weiteren Tumore festgestellt. Nö. Und dennoch waren welche da und dennoch ist die Krankheit dann rapide fortgeschritten im Laufe des letzten Herbstes. Genau. Hm. Wann war dir oder euch denn klar, es ist so schlimm, dass sie es nicht mehr überleben wird? Also sie ist nur von meinem Krankenhaus gekommen. Und schon nach den ersten 3-4 Wochen, als sie drin lag, hat sie aufgehört zu essen. Also sie hat ja weniger gegessen, hat dann am Schluss ganzes Essen verweigert. Ja. Was, wann war das ungefähr? Oh mein Gott, Anfang Dezember. Ja. Anfang. Und wir wussten, wir wurden dann auch irgendwie gar nicht aufgeklärt von den Ärzten, weil irgendwie wusste dann auch irgendwie keiner so recht. Und über die Untersuchung, wo sie dann da eben in dem Krankenhaus hatte, wurde dann halt rausgefunden, dass sie Nierenversagen hatte. Sie hatte dann auch einen Katheter gelegt bekommen. Sie hatte zwei angebrochene Rippen, weil die Rippen, die Knochen zu der Zeit schon total spröde waren. Mhm. Und also, ganz schlimm fortgeschritten alles. Ja, auf jeden Fall. Du sagst, sie ist dann am 31.01. verstorben. Ja. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Also ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich gute Freunde in der Pfalz wohnen, die wo mir wahnsinnig geholfen haben über die Zeit. Mein Vater haben sie dann mit nach Hause genommen, weil die Ärzte haben uns dann gesagt, Meine, warst du in dem Moment des Todes, warst du bei ihr? Nein. Das nicht. Ja. Ist sie zu Hause gestorben oder ist sie in... Ja. Wir wollten, dass sie zu Hause stirbt, weil, wie gesagt, die Ärzte... Und du wohnst auch nicht mehr zu Hause? Doch, ich wohne jetzt wieder zu Hause. Ich hatte Ausbildung angefangen, bin ausgezogen. Und wie kam das dann, dass du nicht dabei warst, als sie dann zu Hause gestorben ist? Also das Ding war, wir hatten sie ja gepflegt zu Hause, mein Vater und ich, so gut wie es ging. Wir wollten halt so gut wie es ging alles selber machen, weil wir einfach der Ansicht waren, dass wir ihr das schuldig sind, weil sie auch relativ viel für mich und für meinen Vater getan hat, als sie mal da war. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, in der Woche, in der sie gestorben ist, dieser seelische Druck, es geht einfach nicht, ich kann sie nicht so sehen. Und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bist du am Ende, jetzt kannst du einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Und ich wollte auch nicht. Und du bist dann weg, mal ein paar Tage weggefahren? Ja, ich hatte sie dann, sie ist ja Sonntag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestorben. Und wo warst du da? War ich bei meinen Freundinnen gewesen. Hast du da jetzt im Nachhinein ein schlechtes Gewissen, dass du nicht da warst? Nein. Das nicht? Nein. Wie geht es dir heute, jetzt nach einigen Monaten, nachdem du deine Mutter verloren hast? Oh Gott, wie geht's mir? Es ist hart. Es ist wahnsinnig hart. Hast du noch Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Also am Anfang hatte ich da auch jemand, war ich auch mit jemand zusammen, der mir wahnsinnig viel geholfen hat, aber der mich eigentlich ziemlich enttäuscht hat. Und sie haben auch am Anfang gesagt, wir finden es total klasse, wie du drüber hinwegkommst und wie du das verarbeitest. Aber jetzt so nach, sag mal, fast ein halbes Jahr später, also es wird eigentlich von Tag zu Tag immer stärker, dass ich an sie denke. Hast du im Moment Leute, mit denen du so jeden Tag darüber sprechen kannst? Nee, ich habe bis jetzt nur dreimal drüber gesprochen, das ist jetzt hier gerade das vierte Mal. So. Und mit meinem Vater kann man nicht drüber reden, weil der verdrängt es einfach, der geht in den Garten oder so. Aber du wohnst mit deinem Vater jetzt nach wie vor zusammen? Ja, natürlich, Ja, ich finde das auch ganz wichtig, Christine, dass man spricht, dass man redet. Und das höre ich nicht zum ersten Mal, dass innerhalb der Familie dann ein Schweigen ist, dass man nicht drüber sprechen kann, dass eine Person nicht spricht, aus welchen Gründen auch immer, aus Verzweiflung, aus Blockade, ich weiß es nicht. Meinst du, wärst du bereit, dass du dir vielleicht, dass du nach außen gehst, dass du vielleicht in eine Selbsthilfegruppe gehst oder zu einem Therapeuten, wärst du da offen für? Ja, natürlich, klar. Ich bin direkt spontaner Mensch, auf jeden Fall. Gedanken habe ich mir da eigentlich auch schon drüber gemacht, dass mir jetzt halt, wenn ich jetzt mal so Momente habe, wo es mir wirklich scheiße geht,
Also das ist ja schon ein Zeichen, dass du jetzt hier angerufen hast, wenn du so wenig bisher darüber gesprochen hast. Und dann dir den Entschluss zu fassen, in einer öffentlichen Sendung anzurufen, das ist ja schon eine große, große Aktion, eine große Tat für dich. Ja. Und das zeigt mir auch, wie dringlich das für dich ist. Ich würde dir das wirklich sehr dringend empfehlen, dass du vielleicht in eine Selbsthilfegruppe gehst von Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben wie du oder eine therapeutische Hilfe suchst. Ich würde dir gerne anbieten, mit meiner Psychologin das ein bisschen weiter zu besprechen. Und vielleicht können wir dir auch irgendeine Anlaufstelle direkt in deiner Umgebung, in deinem Ort, in deiner Stadt nennen. Okay. Ja, dann würdest du bitte jetzt auflegen und die Magdalena ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe weitersprechen. Noch eine Frage. Ja? Darf ich noch jemand grüßen? Ja, bitte, wenn du möchtest. Sascha und Gary, ich liebe euch. Dankeschön. Das sind gute Freunde von dir. Ja. Okay, dann legst du bitte auf, Christina, und wir rufen gleich zurück. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit der Sigrid. Und Sigrid ist 50 Jahre alt. Hallo, Sigrid. Ja, also die haben mir gesagt, ich soll erstmal rausgehen hier. Es brummt nämlich bei mir. Ja, es brummt, es brummt hier auch ein bisschen. Ja, aber jetzt muss ich wieder raus vor die Tür gehen, da sehe ich dich aber nicht mehr. Das ist irgendwie gemein. Hauptsache, wir hören uns. Besser, ja? Ja, es ist ein bisschen besser. Und du gehst schön nah dran mit dem Mund ans Telefon, damit ich dich auch richtig gut hören kann. Ja, ich hab ein Handy, das ist das Problem. Sigrid, 50 Jahre. Jawohl. Warum hast du angerufen? Also mein Problem ist, eigentlich bin ich ein Hartz-IV-Opfer. Ja. Ja, also ich kriege 348 Euro Witwenrente. Ja. So, und der Hartz IV hat mir jetzt im Monat 12 Euro krieg dazu. Ja. So, aber ich meine, mit 350 Euro, ich brauche keine Miete bezahlen, weil ich so ein kleines Holzblockhäuschen habe. Ja. Aber alle Nebenkosten muss ich ja selber zahlen. Ja. Und da kommt ja kein Mensch mit hin. Ja. So, und da wollte ich jetzt eigentlich Telefonsex machen. Jetzt sage ich bei der Telekom... Also bei der Telekom hier ein Anschluss. Und da wollte ich jetzt fragen, ob mich irgendjemand mir einen Tipp geben kann, wo ich mich hinwenden kann. Ich meine, hallo Jürgen Zarter, wie geht's dir denn? Was hast du gerade Zartes an, ja? Ich meinst, du meinst, du hast da schon Talent für? Ja, ich würde sagen, also, ja. Wie das konkret zu organisieren ist, da können wir dir natürlich nicht bei helfen. Wir sind ja hier keine Vermittlungsbörse und keine Telefon, nee, Sex und so weiter. Aber ich meine, es gibt doch bestimmt viele Damen, die das schon gemacht haben, ja, die sich da auskennen, ob da blöde Firmen gibt oder gute oder irgendwie sowas. Gibt's bestimmt. Die sich vielleicht melden würden. Ja, aber ich würde gerne mit dir erstmal ein paar Worte drüber sprechen. Ich meine, das ist natürlich ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, du sitzt da in deinem Holzblockhäuschen. Hast du sowas bisher, gehe ich mal von außen, noch nie gemacht? Ja. Nee, oder? Also ich habe vor ein paar Jahren bei einer Seitensprungagentur gearbeitet. Das heißt, da sind gewisse Erfahrungen. Seitensprungagentur heißt, muss man erklären, erklär du es. Du hast Männer bedient, die Seitensprünge machen wollten, oder wie? Ja, also das war... Du kennst mich eigentlich schon lange. Wir haben damals 96 schon mal miteinander telefoniert. Ach Gott, du Gott, 96, das ist ja irre lange her. Ja, genau. Ja. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, da hatte ich dir mal erzählt, dass ich mit meinem Mann 14 Jahre nicht mehr geschlafen habe. Ja. Und das war in Thüringen. Ja. Da hatten wir mal miteinander telefoniert, das war eine kleine Kneipe. Ja. Das ist jetzt zu lange her. Das ist fast 10 Jahre her. Gut. Erklär mir das mal mit der Seitensprungagentur. Was habe ich in der Zeitung gelesen, eine Seitensprungagentur. Ja. Da habe ich bei mir gedacht, na prima. Die Herren mussten bezahlen, ich nicht. Ja. Ja, und da war ein Damenmangel. Ich bin in einer Woche 4-5 Mal essen gegangen. Ach so, bist im Einsatz gewesen mit fremden Männern und das hat dir gefallen. Ja, ja. Super. Und ich muss ja nicht mit denen ins Bett gehen. Ne? Ich verstehe, du hast erst gut mit denen gespeist. Ja, prima, und wenn dann die Chemie gestimmt hat, hast du gesagt, warum nicht? Ja, und dann? So. Und wenn's dann nicht gestimmt hat, dann habe ich mich nach Hause bringen lassen. Ich sag, kannst du schleichen? Ja, ich gehe auch ganz leise rein. Ich sage, schleich gleich dich heim. Ja, wie schleich dich rein? Wer soll schleichen? Der Mann oder was? Nee, derjenige, wenn er mir nicht gefallen hat, ich sage, schleich dich heim. Verstehe ich nicht. Wohin soll er sich reinschleichen? Er durfte mich heimfahren. Ja. So, und wenn er mir nicht gefallen hat, und er hat dann mal gefragt, ob er schleichen kann. Ja. Und er sagte dann, ich schleiche ganz leise rein. Ich sage, nein, du musst nicht reinschleichen, ich sage, schleich dich nach Hause. Also schleich dich heim. Das war der Witz, das hatte ich jetzt nicht verstanden. Ja, so, jetzt habe ich kapiert, dass so ein gewisser Erfahrungswert ist da.
Ja. Das heißt, jetzt hast du dich entschlossen, 50 Jahre bist du alt, als Telefonsexerin zu arbeiten. Meinst du wirklich, dass du das Talent hast? Ja, kannst du Jungs, kannst du Männer richtig in Fahrt bringen am Telefon? Ja klar, soll ich gleich mit dir mal ausprobieren? Probier's doch mal. Ich stoppe es dann, wenn es nicht mehr öffentlich-rechtlich ist. Also leg mal los. Ja, ey, also ich bin, wir müssen das so machen, ich bin ein völlig, völlig verklemmter Typ, der bei dir anruft, du heißt Chantal, ne? Chantal 35. Nein, also ich würde sagen, ich bin Anita. Eine Mischung zwischen Claudia Schiffer und Helga Feddersen, mit kleinem Bier. Also Anita. Anita, ja. Wie alt wirst du dich ausgeben? Wie alt wirst du sein? Also das kommt nochmal drauf an. Ich würde sagen, stehst du eher auf Ältere? Also ich bin eine Superlady. Ich so, was hast du gerade an? So weiß ich, sitze hier nur im süßen Negligé und ich habe die Beine auseinander und mein Vibrator, weißt du, der funktioniert gerade nicht. Die Batterien sind alle. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade machen soll. Oh, da muss ich jetzt selber meine Finger nehmen. Ja, also schon sehr erregend, muss ich sagen, ja. Nee, aber bei dir ist ja zwecklos. Nein. Nein, du musst natürlich damit rechnen, dass da Typen sind, die nicht viel reden, sondern da musst du wirklich ackern, ne? Da musst du ran. Da musst du wirklich alle Register ziehen, dass die Jungs in Fahrt kommen, ne? Da hätte ich ehrlich gesagt, glaube ich, kein Problem mit. Keine Probleme mit. Nee. Ging es so weit, dass du dir vorstellen kannst, dass dir das dann auch Spaß macht? Selbst, dass du mit wirklich mitmachst und nicht die Wäsche bügelst und den Einkauf. Nee, du, ich hab halt, bevor ich bei dieser Seitensprungagentur war, ja? Habe ich ja auch schon hier mit Leuten auf so einer Flirtline schon rumtelefoniert und habe ich denen sogar meine Telefonnummern gegeben. Ein alter Profi, ich merke schon. Ja, und das hat eigentlich super, super geklappt. Die haben mich dann ewig noch angerufen. Ja. Da habe ich denen meine Telefonnummer gegeben, weil ich eben voll mitgemacht habe, ja. Also, ein Hartz-IV-Opfer greift jetzt zur Telefonsex-Hotline und will sich ein bisschen das Taschengeld aufbessern. Mit 12 Euro im Monat. Ist ein bisschen wenig. So, Siegert, also ich glaube auch, dass du Talent hast, da kann man sicher einiges noch ausbauen, aber mit der Grundlage, die da im Hintergrund ist, und dem Grundtalent wird das schon klappen. Was ich dir jetzt nicht versprechen möchte, ich kann dir jetzt keine Kontakte da knüpfen. Ich möchte Kontakte knüpfen bei ganz ernsten Sachen, wenn es um Krankheiten geht, wenn es um Notsituationen geht. Aber in diesem Fall bitte ich dich einfach, das selbst in die Hand zu nehmen, das zu recherchieren, irgendwie im Internet. Darf ich dir sonst noch was sagen? Bitte. Also ich finde es super, dass immer noch diesen Elch von Hella von Sinnen innen stehen hast. Letztens war er mal kurz verschwunden, da habe ich mich gewundert. Aber er ist wieder da. Du meinst den weißen, das ist ein Hirsch. Ach, ein Hirsch soll das sein. Ja, das ist ein Hirsch. Sag mal, und du warst doch damals bei Kondomi-Einführung mit Ass in Köln. Ja, war ich auch. Und du warst auch mal in Erfurt, ne? In Erfurt war ich noch nicht, nee. Aber kannst du dich an, komm, den Namen darf ich jetzt nicht sagen. Nee. Kann ich mich nicht erinnern. Es wäre lieb, wenn du dich vielleicht bei mir nochmal... Ich merke, du willst mir irgendwas sagen, was nicht öffentlich sein soll. Ja, genau. Gut, rufe ich einfach nochmal privat an. Einverstanden? Prima. Mit dem war ich nämlich fünf Jahre zusammen und den kennst du persönlich. Das wäre ganz lieb, wenn du dich nochmal melden könntest. Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Wer mag denn das sein? Also, ich melde mich bei dir. Ich wünsche einen guten Start, auf jeden Fall von hier aus schon mal für deinen neuen Job. Und falls sich noch jemand melden sollte, die Erfahrung haben, kannst du gerne meine Telefonnummer weitergeben. Na, gucken wir mal, was sich machen lässt. Liebe Sigrid, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Sigrid sitzt in ihrem Holzhäuschen irgendwo in Erfurt oder woher sie angerufen hat und macht Telefonsex. So, ihr Lieben, jetzt geht es weiter mit Chiara. Chiara, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Chiara. Chiara. Genau. Chiara, 27 Jahre alt. Richtig, genau. Chiara. Und was geht bei dir, Chiara? Und zwar geht es darum, mein Vater, der ist im August verstorben letzten Jahres. Ja. Und Januar festgestellt, er hat Leukämie. Ja. War halt also aussichtslos. Wie alt ist dein Vater geworden? 61. Mhm. Und ja, halt August gestorben, auch zu Hause, Gott sei Dank. Und ungefähr 2 Monate später fing es halt damit an, dass ich von ihm geträumt habe. Aber Träume, sag ich mal, wie soll ich mich ausdrücken?
wo ich mich mit ihm unterhalten habe. Mhm. Also wir wussten, dass er stirbt, aber nicht so plötzlich. Also er ist ganz plötzlich gestorben. Mhm. Aber diese Träume, die kamen, nachdem er gestorben ist? Ja, ungefähr 2 Monate später. Ja, und was hast du in diesen Träumen erlebt mit deinem Vater? Ich habe erlebt, wir haben uns persönlich nochmal verabschiedet. Im Traum? Im Traum, ja, wir haben uns persönlich verabschiedet. Dann habe ich mir öfters abends, wenn ich hier saß, mir die Frage gestellt, gibt's da was, ist da noch irgendwas, wo kann er sein? Ich habe angefangen, hört sich eigentlich wirklich unglaubwürdig an, aber ist nun mal so, dass ich ihn irgendwie gespürt habe hier abends bei mir. Oder ich habe ihn halt, wenn ich frei hatte, tagsüber bei meiner Mutter in der Wohnung gespürt. Lass mich mal eben ganz kurz unterbrechen. Du sagst, du hast geträumt, dass du dich nochmal verabschiedet hast von ihm. Ja, genau. Hast du denn in der Realität dich von ihm verabschieden können? Das nicht. Konnte ich nicht. Dafür war es so plötzlich. Also ich muss dazu sagen, den Tag vorher, das war ein Sonntag, haben wir noch gesagt, ich habe morgen frei, ich bin Friseurin. Ich habe Montag frei und wir wollten nochmal raus. Er saß dann auch zum Schluss im Rollstuhl und wir hatten eigentlich was vor, wir wollten was unternehmen. Ja. Und halt kam es nicht mehr dazu. Meine Mutter hat ihn halt morgens gefunden dann. Hat sich auch vorher noch mit ihm unterhalten eigentlich. Ja. Also es war schon ein großer Schock für dich, dass es dann so kam. Genau. Ja. So, jetzt erzähl mal weiter. Du hast das Gefühl gehabt, er sei bei dir im Zimmer? Ja, in meiner Wohnung. Mhm. Dann habe ich auch öfters, wenn ich gemerkt habe, oder ich spüre, dass er hier war oder hier ist, dass ich immer gefragt habe, Papa, bist du hier wirklich? Ich bin normal nicht so, aber ich habe es einfach in dem Moment gemacht. Ja. Und ich, ja. Glaubst du denn daran? Ich glaube es total. Du glaubst, dass er weiterlebt, dass er oder seine Seele weiterlebt, dass er irgendwo ist und vielleicht sogar in deiner Nähe ist und dich beobachtet, bei dir ist? Und gibt es denn sonst, jetzt sind ja einige Monate vergangen, gibt es sonst noch irgendwelche Anzeichen, woraus du das schließen kannst? Ja. Zum Beispiel? Und zwar habe ich Dezember, ihr hattet einen WDR-Doku über Medium. Ja. Und davor habe ich ihn aber schon im Internet halt, habe ich was über ihn gelesen. Und ihr hattet zu dem Zeitpunkt auch ein Doku über ihn gemacht. Ja. So eine Reportage. Ja. Und bei Hier und Heute war das, glaube ich. Ja, genau. Gab es mal sowas, ja. Genau, richtig. Und ich hatte ihn halt Dezember angerufen, das war halt vor der Ausstrahlung. Also das, und wen hast du angerufen? Halt dieses Medium. Dieses Medium, genau. Und er wollte sich gerne auch mit mir persönlich treffen, also hier waren wir in der Wohnung. Ja. Und worauf er gesagt hat, ich sollte mich nochmal melden. Ja. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich irgendwie dachte, nee, das ist irgendwie jetzt noch nicht das Richtige. Habe mich aber vor 2 Monaten für einen Infoabend angemeldet. So, das heißt, du warst bei einem Medium. Erklären wir vielleicht mal, ein Medium sind Menschen, die von sich behaupten, dass sie so ein Mittler sind, quasi zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Dass sie Kontakt aufnehmen können zu verstorbenen Menschen, zu verstorbenen Seelen. Genau. So, jetzt hattest du mit deiner Mutter einen Informationsabend bei diesem Medium. Genau. Bei diesem Mann, es ist ein Mann, wir reden von einem Mann. Es ist ein Mann, genau. So, und was heißt Informationsabend? Hat er euch einfach was erzählt oder habt ihr was erlebt? Also ich muss vorweg sagen, meine Mutter ist normal gar nicht so auf diesem Trip, sage ich mal. Die war auch ganz, ganz skeptisch und ich habe sie eher mitgeschliffen. Und ja, es sollte halt ein Abend sein, wo er von seiner Arbeit erzählt, was er so macht, um mir halt so kennenzulernen. Und wir waren ungefähr 50 Personen in dem Raum. Er war noch nicht da gewesen, wo wir alle da waren. Wir sind in den Raum reingekommen und ich habe einfach nur zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich spüre, ich habe schon wieder dieses Gespür, ich habe wieder diese Wärme in mir. Hier passiert was. Und sie so, ja, warte mal ab. So, es gab einen Informationsabend mit vielen Leuten, mit 50 Leuten, sagst du. Da gehe ich mal davon aus, dass da so ganz konkret, was deinen Vater anbelangt, noch nichts passiert sein kann. Gar nicht, Hast du später dann nochmal einen Termin mit ihm gehabt, alleine? Nein, er hat uns persönlich angesprochen direkt. Also was heißt direkt, ich sag mal eine halbe Stunde später, wobei er immer schon die Augen geschlossen hat und hat uns angesprochen. Und warst du dann alleine mit ihm hinterher? Nein, wir waren mit den anderen Leuten. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, beziehungsweise, er hat gesagt, ich nehme ein Mann war. Und ich habe in dem Moment nur gesagt, ich war jetzt hinter uns. Und er nickte nur so. Aber es war halt, wir wollen es mal festhalten, da waren 50 Leute im Raum. Ich weiß, ja. Nein, ich unterstreiche das nur nochmal. Das ist ja verrückt und spektakulär, was du erzählst. Da waren 50 Leute im Raum. Ja. Und er sagt, da ist irgendetwas, ein Mann, also ein Mann im Raum. Und du hast dich direkt angesprochen gefühlt und hast gesagt... Richtig. Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Und die anderen haben, ich will es mir genau vorstellen, die anderen haben geschwiegen. Er hat gesagt, da ist ein Mann im Raum und dann hast du
eine von den 50 Zuschauern hast gesagt, ich weiß. Also er hat uns direkt angeguckt, meine Mutter und mich. Mhm. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, ich weiß. Mhm. Und hat er noch was Konkreteres gesagt? Was ja, ist? Ja, ja. Er hat gesagt, er hat zu meiner Mutter gesagt, du hast deinen Partner verloren, deinen Ehemann. Mhm. Und sie nickte immer nur. Wir haben ihm also quasi keine Antworten gegeben. Das konnte er vorher aber nicht wissen. Nein, ja? Konnte, nein, absolut nicht. Wir haben keinen Namen nicht angegeben vorher. Was hat er noch gesagt? Er hat gesagt, ich möchte dir beschreiben, damit du keine Skeptik hast. Mhm. Er war kräftig, meine Mutter nickte nur. Mhm. Und er war manchmal wortkarg, stimmte auch. Und er konnte aber auch ein Haudegen sein, ja. Und es war ein Mann, wo du normal denken würdest, also so Schubladen denken von den Gefühlen her. Er hat ihn nicht so gezeigt. Wobei er mich dann, und er sagte, er streichelt gerade deine Wange. Und das war immer auf meinen Papas Art, meiner Mutter die Wange zu streicheln. Immer. Wird einem da nicht Angst und Bange in so einer Situation? Im Moment, ich habe nur angefangen zu weinen. Ich hatte eine Erleichterung. Ich habe gemerkt, ich spüre das richtig. Es war einfach nur eine Erleichterung. Also definitiv konnte dieser Mann, dieses Medium, sich keine Informationen von gar euch nicht, vorher nein, holen. Das war gar nicht. Zufällig. Der wusste gar nicht, dass ihr da hinkommt. Nein, gar nicht. Mhm. Wirklich nicht. Wie endete das Ganze dann? Das endete halt somit, dass er wirklich konkret Details nennen konnte, wie zum Beispiel, wir hatten ein paar Tage vorher, ich habe einen kleinen Sohn und mein Sohn, der hat sich eine Käppi von Opa genommen, die er immer getragen hatte. Ein Käppi? Einen Käppi, genau. Und er sagte, ihr habt vor ein paar Tagen irgendetwas aus dem Schrank oder irgendwo was rausgenommen und ihr müsst irgendeinen kleinen Jungen haben, worauf ich aber nur sagte, ich habe einen Sohn. Und er dann sagte, er muss irgendwas tragen, was ihm eigentlich viel zu groß ist. Ja, das ist ja nur schon sehr gruselig. Das ist, ja, das ich fand es im Moment nicht gruselig. Ich finde es im Moment gruselig, wie du es so erzählst. Also. Mensch, aber da musst du doch irre beeindruckt gewesen sein von diesem ich Mann. Ich war total beeindruckt. Folgt denn da nicht raus, die Neugier, sich dann nochmal mit dem zu treffen, alleine? Ja, er hat zu mir gesagt, sagt er, und du hast, also, er vermittelt mir, dass du eine ganz, ganz besondere emotionale Verbindung hast und er dankt dir sehr, sehr dafür und er meinte dann zu meiner Mutter, und du sollst ein bisschen mehr drauf hören, wenn sie dir was erzählt. Mhm. Weil ich habe immer meiner Mutter erzählt, wenn ich von ihm geträumt habe. Oder ich habe gesagt, ich spüre irgendwie, meine Mutter hat immer so gedacht, so lass sie ihm glauben, das tut ihr vielleicht gut. Ne? So, resultiert denn jetzt daraus der Wunsch, nochmal mit diesem Mann zu sprechen? Mit diesem ja, Mann? Er sagte zu mir, weil er sagte, du hast eine total emotionale Bindung. Und ich hatte nachher nochmal mit ihm gesprochen, er hat gesagt, du wirst irgendwann mal was in so einer Richtung machen, Seminarisch oder so, und ich möchte gerne, dass wir in Kontakt bleiben. Mhm. Er sagte, jetzt nicht heute, nicht morgen, nicht die nächsten Monate, wenn du meinst. Das heißt, du willst es auch machen? Ich werde es irgendwann machen, ja, auf jeden Fall. So, was die Sache mit diesem Kontakt, wenn es denn sowas gibt, ich weiß es nicht, Kontakt mit den Toten anbelangt, ist immer die Frage, wie lange man das machen soll? Soll man die Toten nicht in Ruhe lassen? Ne? Soll man, ich weiß es nicht. Es sei denn, man will irgendwas Wichtiges noch erfahren. Aber das ist in deinem Fall ja nicht so. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich für mich persönlich nur die Bestätigung haben, dass ich mich nicht täusche. Mhm. Das heißt, eigentlich ist das für dich doch ein sehr tröstliches Gefühl. Komplett, total. Ne? Also total. Der Vater ist nicht einfach Stecker raus, weg, sondern er lebt für dich. Du hast das Gefühl, seine Seele ist irgendwo und er hat dich weiter lieb und euch weiter er ist bei euch im Prinzip. Genau, richtig. Und das gibt ja Abende, wo ich wirklich dann sitze, wo ich dann Ruhe habe. Es ist nicht jeden Abend, ich sag mal, das kommt vielleicht, weiß ich nicht, alle zwei, drei Wochen vor, wo ich das dann intensiv spüre. Mhm. So, Chiara, wenn du jetzt vielleicht so eine Ader hast in so eine Richtung und du das weiter ausbaust und irgendwelche besonderen Erlebnisse nochmal hast, melde dich ganz einfach nochmal bei mir. Würde mich sehr, würde mich sehr interessieren. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen, das heißt heute am Samstag, ist mein prominenter Gast im WDR-Fernsehen um 23.30 Uhr Michael Holm, Schlagersänger, welterfolgreicher Musiker. Mendocino hat er damals gesungen, damals in den 70er Jahren und heute ist er in den USA sehr erfolgreich mit einem elektronischen Projekt, für das er schon dreimal nominiert worden ist für den Grammy. So, wenn ihr euch gerne mit Michael Holm unterhalten möchtet, dann meldet uns doch heute schon unter domian@wdr.de oder morgen eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr, Samstagabend hier im WDR Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit Walter und Walter ist 32. Hallo Walter. Hallo. Knusper, knisper. Hallo Walter. Ja, ist ein bisschen leise. Ich höre ganz schlecht. Ja, das verändert sich jetzt gleich. Um was geht's bei dir?
Ach, bei mir ist eine ganz lange Geschichte. Machst du mal, sag erstmal eine Überschrift, um was es geht. Ja, es geht rum. Ich bin jung, bin ich, also mit 15 bin ich Vater geworden. Mit 15 schon? Mit 15 schon, ja. Wie kam das? Sehr stolz war ich drauf. Ja, wie kam das? Ja, es kam, also. Meine Frau war auch sehr jung, die war 15. Ja, also ihr habt einfach nicht verhütet und das war's. Nee, doch, verhütet wohl, aber einer wohl nicht, einer doch wohl. Wir wollten das unbedingt haben. Ihr wolltet das mit 15 unbedingt haben? Ja. Das ist auch ungewöhnlich, ne? Ja, wir kennen uns schon von vorher, die war 11 schon und die ganze Publizität. Und irgendwie sagt, ich ist meine Traumfrau. So, jetzt bist du heute 32. Bist du mit ihr immer noch zusammen? Ja, immer noch zusammen. Ah ja. Mhm. Und immer noch gut? Sehr gut. Ja? Sind danach noch mehr Kinder gekommen? Ja, eine ganze Menge. Wie viel? Fünf Kinder. Fünf Kinder. Gratulation. Ja, der Älteste ist 16. Gratulation, der Staat hört's gern. Ja, der Älteste ist 16. Ja. Und die Jüngste ist 8. Ja. Ja, na, da ist ja alles gut und schön. Es läuft, es ist ja normal, alles gut und schön. Das heißt, du bist mit deiner... Am Anfang lief alles ganz schön scheiße. Wie? Das habe ich nicht verstanden. Was lief? Der Anfang lief ganz schön scheiße. Der Anfang? Anfang. Was heißt Anfang? Ja, es war alles wohl geplant, aber... Die hat auch eine Zeit bei mir gewohnt, die Eltern waren auch nicht so, sagen wir mal, finanziell gut da. Ja. Und von meinen Eltern war auch finanziell was da, aber auch nicht das, was man haben muss als Kinder. Ja. Ich war ja noch ein Kind. Ja. Da ich jetzt so nach und nach, nachdem. Ja. Ja, und dann habe ich immer noch Freunde gehabt wohl und immer mehr auf die schiefe Bahn gekommen. Auf die schiefe Bahn gekommen? Ja. Bist du? Ja. Und was heißt das, auf die schiefe Bahn, was hast du gemacht? Einbrüche. Ach so. Ja, keine Raubüberfälle, nur Einbrüche. Mhm. Warst du im Knast doch schon? Ja, aber erst mal nur Strafarbeiten. Ja, aber du warst auch irgendwann mal im Knast? Im Knast war ich auch schon mal, da war ich im Feld, da war ich gewesen. Wie lange? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Auch ja, wegen... Ja, auch wegen... 8 Monate, ich hätte schon ein halbes Jahr rausgehen müssen, ich hätte einen Antrag stellen müssen, hätte ich eher rausgehen können. Da war nur ein... 6 Allgemeinen, 2 Monate länger da. Ja, auch wegen Einbrüche und so? Ja, auch wegen Einbrüche und sowas alles. Und wegen Bewährungswiderruf. Mhm. Verdammt früh war das. Ja, jetzt sag mir mal, versuch mal so in einem Satz mir zu sagen, warum du dich bei mir gemeldet hast. Ja, und dann, war immer so eine Geschichte, das ist ein Stück für Stück. Es ist nicht so eine ganz kurze Geschichte, weil es alles Tatsache und Wahrheit ist, ne? Und dann habe ich dann wieder mal Freunde, immer die gleichen Freunde gehabt. Ja. Immer das Gleiche, ich habe Arbeit gehabt und so. Und dann Schwager war dabei, mit ihm zusammengearbeitet habe und dann trinken, mitgetrunken. Ja, 8 bis zum Weicheier mitgetrunken. Also, auf Alter, wir müssen das anders machen, sonst kommen wir nicht zur Potte. Ich merke schon, dass du eine schwierige und komplizierte Geschichte hinter dir hast. Und, Verdammt schwierig. Sag mir doch nur noch mal, erstmal, bevor wir uns weiter unterhalten, was der wirklich der aktuelle Grund ist deines Anrufes. Um mir die Geschichte zu erzählen, oder gibt es gerade ein Problem, was dich sehr beschäftigt? Ein ganz schönes Problem ist es, weil ich nicht lesen und nicht schreiben kann. Du kannst nicht lesen und kannst nicht schreiben? Nein, und ich bin 36 Jahre. Ja, aber du bist, wie viel Lebensjahr bist du zur Schule gegangen? Ich bin bis zur 7. Klasse bin ich entlassen worden, auf der Sonderschule. In der 7. Klasse? Ja. Ja? Und kannst überhaupt gar nicht lesen und gar nicht schreiben? Doch, ich konnte erst, wo ich hatte von mehr gesagt, das geht so nicht weiter, weil da, du musst lesen und schreiben, wir machen für dich jeden Tag eine Stunde lesen und schreiben. Ja. Mit dem Lehrer. Das passt ja alles sehr gut. Ja. Denn der Lehrer wurde dann einen Unfall gehabt und dann ist der weggegangen und dann haben die es sausen lassen. Aber heute kannst du nichts, also im Prinzip gar nichts. Also was ich kann, ist meinen Namen schreiben. Ja. Auch nicht. Was machst denn du vom Beruf im Moment? Gärtner. Aber man kommt doch so im Alltag, in tausend Situationen, sei es auf der Bank oder bei einer Behörde, beim Arzt, wo man was ausfüllen muss. Wie machst du das, wenn du nicht schreiben kannst? Das schiebe ich alles auf meine Frau. Achso, dann ist die Frau immer dabei. Ja, wenn ich irgendwie zu Behörden gehe, meine Frau ist immer dabei. Ja, die ist immer dabei. Ja, bloß ist ja bei der Arbeit immer komisch, du musst ja, wenn du eine Kundschaft gehst als Gärtner, musst du ja aufschreiben, wie man die Flex braucht. Genau. Wann die Stunden, die Kollegen dabei waren. Genau, wie machst du das? Schwer. Und dann habe ich immer noch ein Problem, dann rede ich mich raus, dann hau ich ab. Gehe irgendwo in die Ecke hin und sag, ja, mach du mal oder mach du das. Das heißt also immer so ein bisschen Angst. Es könnte ganz gewaltige Angst vor. Ja, es könnte immer eine Situation entstehen, dass das jemand rauskriegt, mitbekommt. Rauskriegt. Auch von meinen Kindern her. Also die Kinder wissen es auch nicht. Nee, meine Kinder sind der Älteste, ist 16. Ja, und der weiß es auch nicht. Und die Jüngste ist 8. Eine geht auf Gymnasium.
Ja. Eine geht auf die Realschule. Ja. Und wenn immer kommt, meine Frau muss, geht auch noch arbeiten nebenbei. Ja, lass mich mal fragen, der 16-Jährige ist ein Junge, ne? Der 16. Ja, ja. Ist ein Junge, Patrick. Der weiß das auch nicht, dass du nicht schreiben und lesen kannst. Nein, weiß er nicht. Warum hast du das so geheim gehalten in der Familie? Ich habe Angst vor. Hm. Schämst dich? Ja, das schäme ich mich. Ja. Ja, klar. Wie ist das denn so? Einen Führerschein hast du nicht? Habe ich doch. Hast du doch? Ja, mündlich habe ich gemacht. Aber du kannst ja gar keine Schilder lesen. Ja, natürlich, ich kann Vorfahrtsschilder, ich weiß rechts vor links, ich weiß alles. Nee, aber du kannst ja... Ich habe einen Führerschein gemacht, angefangen mit 30, einen Führerschein zu machen. Ja, aber du kannst ja auf der Straße nicht lesen, wenn da ein Straßenschild steht mit dem Namen von der Stadt. Kannst du ja nicht lesen. Kann ich nicht lesen. Mhm. Aber Umschilder sind immer Buchstaben A, B, C oder 17, 18 folgen. Das weiß ich. Mhm. Also. Ich habe einen Führerschein bestanden, ich hatte nur Pflicht in 10 Stunden und 10 Stunden hatte ich bestanden. Ja. Und das traurige daran, das war ein ganz alter Fahrlehrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und der hat sich sehr beschäftigt in den Lesen und nicht schreiben können. Mhm. Und ich habe bestanden gleich beim ersten Mal. Achso. Mhm. So, jetzt will ich mal was sagen, Walter. Das ist keine Schande, nicht lesen und nicht schreiben zu können. Doch, das ist eine Schande für mich. Ganz ja, nee, pass auf. Ich schäme mich dafür. Ja, nee, pass auf. Ich glaube, dass es sehr viele Menschen, nach wie vor auch selbst in Deutschland gibt, die nicht lesen und schreiben können. Erstmal ist es keine Schande. Du, das ist erklärbar mit deinem Leben. Du hast ein kompliziertes, schwieriges Leben gehabt und dann kann das mal passieren. So, aber du bist noch ein junger Mann von 32 Jahren. Ja. Du bist noch kein sehr alter Mann. Das heißt, du kannst noch lernen und du kannst das auch jetzt noch lernen. Und alles... Ich muss einmal unterbrechen. Ja. Ich habe auf der Sonderschule habe ich einen Lehrer gehabt und die haben gesehen, dass ich nicht schreiben kann. Dann sagten sie, bevor du hier Deutsch mitmachen tust und irgendwas mitmachen tust, gehst du zum Lehrer nebenan und die haben sich mit abgesprochen. Waren zwei Superlehrer waren das. Ja. Und da war Lackebeck und Becker, kann ich ruhig sagen. Und die haben gesagt, du gehst dahin und dann musst du A, B, C Lehren tun. Ja. Das hat mich aber ersten Tag tierisch aufgeregt. Zweiten Tag, tierisch aufgeregt. Ja gut, aber wie lange hast du... Hat es so Spaß gemacht zu üben. Mhm. Und ich konnte Sätze, alles lesen. Mhm. Und der hat sich immer mit eingesetzt und ich fand das, einerart fand ich nervig, aber einerart fand ich gut. Ja. Und nachdem der Lehrer krank war, war nicht da, mussten sie abbrechen. Ja, pass auf, das sind alte Jacken. Das ist ja schon lange her. Es geht ja jetzt darum, dass du jetzt dein Leben veränderst. Es gibt in allen großen oder auch mittleren Städten gibt es die Möglichkeit über, ich glaube, die Volkshochschulen bieten es an. Es bieten verschiedene Institutionen an für Analphabeten, die nicht lesen können, die nicht schreiben können, solche Kurse zu machen. Da sind dann nur Leute, die so betroffen sind wie du und da muss man sich auch nicht schämen. Und das kann man auch gut lernen, noch mit 32. Ach, das ist alles so einfach gesagt, aber wenn man in die Haut stecken tut. Ja, verstehe ich. Ich dachte auch, wo jetzt bin ich Schwangerschaft, weil meine Frau jetzt 5 Kinder hat. Ja, verstehe ich. Du bist immer gehänselt, du bist immer und die Kinder von den Schulen her. Ja, natürlich, aber du willst ja nicht mehr. Du hast 5 Kinder, bist so jung. Mhm. So jung. So, pass mal auf, jetzt mach ich dir mal folgenden Vorschlag. Wir können dir hier sagen, wohin du dich wenden musst, wohin du anrufst oder wohin du gehen solltest, um es zu lernen. Und da gehen nur Leute hin. Schulen kenne ich alles. Ich habe. So, und warum machst du es nicht? Ich habe kein Heft dafür. Ich war in. Okay, aber da kannst du dich auch nicht beklagen. Also versuchen musst du schon nochmal. Versuchen kann man es ja. Ich habe auch versucht. Ich war im Knast gewesen. Ich habe mich einen Selbstmord. Ich habe mich ja wirklich erhängt. Mhm. Weil ich von anderen gehört habe, ach, deine Frau. Ja, wenn nie wirst du, was du machen tust. Ich habe überlegt, was ich machen tue im Leben. Hör mal weiter, wir machen mal Folgendes. Ich habe nur mein Freund, der im Knast neben mir saß, der hat mich abgeschnitten. Pass auf, Das ist kompliziert. Ich merke schon, dass wir da gar nicht jetzt hier so zu Potte kommen, auch im Rahmen der Sendung. Ich möchte, dass wir rufen dich jetzt mal an in Ruhe. Und dann können wir mal gemeinsam austüfteln, das heißt meine Psychologin und du, was wir da machen können. Wir kriegen das hier nicht hin. Das ist so kompliziert und so das, viel, das was du zu erzählen. Das ist ganz klar, das weiß ich ganz genau. Ja, wir werden irgendeinen Weg werden wir schon finden. Ja? Du legst mal bitte auf. Aber das Abbrechen tut das Ding auch nicht in Ordnung. Ja, wir reden ja schon 10 Minuten miteinander. Und wir wollen... Andere waren auch in der Schaffe. Ja, wir wollen... Nein, Walter, wir wollen dir ja wirklich helfen. Abbrechen ist auch kein Sinn der Sache. Nein, aber der Sinn der Sache ist so. Aber wenn man keine Freunde hat und nie eine gekriegt hat und der schon seit 20 Jahren durchs Leben geht und nie eine feste Freundschaft hat, wo man sagen kann, über was man reden kann,
dann kann man in die kurze Zeit kann man nicht drüber reden. Aber ich will ganz ehrlich sagen, da abbrechen ist auch keine Lösung. Nee, ich will dich auch nicht rausschmeißen, sondern ich will dir die Chance geben. Komm mir doch mal vor, weil ich kann dir das so vorher mal aufbringen. Walter, wir machen das doch so. Ich will doch einfach, dass wir in Ruhe mit dir reden. Und wir können ja nicht ganz, wir können nicht eine halbe Stunde hier auf dem Sender miteinander sprechen. Da kommen wir gar nicht mit klar. So, das heißt, du legst jetzt auf und wir rufen dich in aller Ruhe an und überlegen, ob wir dir und wie wir dir helfen können. Ich glaube, irgendeinen Weg werden wir schon finden. Aber eins will ich nur sagen. Hm? Jetzt rufen bei dir so viele Leute an. Ja. Und wenn ich höre das, in die Sendung gucke ich jedes Mal. Ja. Ist egal, wie spät das ist. Und ich muss morgens arbeiten, ich muss gärtnern, damit ich auch so schwer arbeite. Ja. Aber es sind größere Leute bei, die es gar nicht verdient haben, dass es nur alles Gespinne von den Leuten sind. Was nur wollen wir nicht über die anderen so urteilen. Nee, wir rufen, wir legen jetzt mal auf. Akzeptier es doch bitte mal. Wir bemühen uns wirklich um dich. Wir werden uns auch wirklich Zeit für dich nehmen. Ich verspreche es dir. Wir brechen es jetzt mal ab und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Alles klar. Jo, tschüss. Und alles Gute für die Sendung. Dankeschön. Ich gucke dir jedes Mal an, spitzenmäßig. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss, Walter. Schönen Abend noch, ne? Ja. So, ihr Lieben. Das war ein bisschen kompliziert mit Walter, aber das kommt halt auch vor. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Stefanie und Stefanie ist 19 Jahre alt. Hallo Stefanie. Ja, hallo. Hallo Stefanie. Guten Tag, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe da ein Problem und zwar habe ich vor jetzt knapp 2 Wochen mein Abitur in den Sand gesetzt, sag ich mal. Mhm. Und das Ding ist einfach nur, dass meine Eltern davon nichts wissen und denken, dass ich das Abitur bestanden hätte. Ach du liebe Zeit. Ja. Das heißt, du seit 2 Wochen, du wohnst noch zu Hause? Ich wohne bis jetzt noch zu Hause. Mhm. Nur das Problem ist einfach auch, dass ich nähe meiner neuen Uni, die ich eigentlich besuchen wollte, auch schon eine Wohnung gemietet habe und jetzt in nächster Zeit dort einziehen soll. Ja. Das heißt, zu Hause spielst du richtig Theater und lügst und dass die Balken sich biegen. Ja, so ungefähr. So muss man es dann sagen. Warum sagst du deinen Eltern nicht, ich habe es nicht geschafft? Ja, ich weiß auch nicht. Also, weil ich jetzt glaube, dass dann der Vertrauensbruch irgendwie zu arg wäre. Weil du es jetzt schon verzögert hast? Ja, genau. Warum hast du es nicht sofort gesagt? Wahrscheinlich einfach wegen der großen Angst, irgendwie Enttäuschung zu bereiten oder so. Kam das jetzt sehr überraschend oder waren die letzten Jahre in der Schule schon eher schwierig und wackelig? Ja, also ich war jetzt nie so der Überflieger, aber es hielt sich schon so mehr oder weniger in Grenzen. Woran ist es jetzt gescheitert letztendlich? Wo ist die größte Schwachstelle? Ja, die größte Schwachstelle war jetzt halt bei mir die mündliche Prüfung. In welchem Fach? In Mathematik. In Mathematik. Und das war dann so, dass es das ganze Abitur jetzt nicht geklappt hat. Ja, also es hat auf jeden Fall eine ganz große Rolle mit reingespielt. Ja. Welche Leistungskurse hast du oder hattest du? Ich hatte Geschichte und Englisch. Geschichte und Englisch. Und wie waren die Noten da? Ja, da hat es sich relativ so die Waage gehalten, mal so, mal so. Und war so ein ständiges Auf und Ab mehr oder weniger. Ja, und jetzt im Abitur, wie waren die Noten da? Im Abitur, ja, da habe ich die schriftlichen Prüfungen ziemlich versaut, muss ich sagen. In beiden Fächern? In beiden Fächern, ja. Schon in beiden LKs. Und jetzt solltest du studieren. Richtig. Und was solltest du studieren? Was war geplant? Ja, also ich wollte eigentlich auf Lehramt studieren. Ja, und was für Fächer? Deutsch und Englisch wollte ich studieren. Ja. Aber das hat sich ja jetzt somit schon erledigt. Erstmal, wollen wir nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Wie ist denn das? Du kannst doch jetzt das Jahr wiederholen und nächstes Jahr einen neuen Anlauf machen. Ja, da gibt es nur noch ein Problem. Nämlich? Und zwar ist das schon das zweite Mal, dass ich jetzt mein Abitur versucht habe. Ach so. Ja, das macht das noch alles etwas schwieriger. Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden. Kann man das eigentlich dreimal versuchen? Das geht nicht, nein. Ach, das geht nicht. Das heißt, du stehst jetzt da mit der Fachoberschulreife, oder? Ja, genau. Na, immerhin. Ja. Immerhin. Da kann man ja auch was draus machen. Wie sind deine Eltern so drauf? Sind die sehr streng? Meine Eltern, ja, was heißt streng? Also ich würde sie jetzt mehr so als normale Eltern bezeichnen. Ja. Bist du Einzelkind oder hast du noch mehr Geschwister? Ja, genau, ich bin Einzelkind. Einzelkind, ja. Dann liegen wieder alle Erwartungen liegen dann auf dir. Ja, richtig. Mhm. Was ist die schlimmste Lüge im Moment in den letzten 2 Monaten, die dir am meisten zu schaffen macht, deinen Eltern gegenüber, so in diesem ganzen Lügengebäude?
Erzählst du irgendwelche Sachen vom Abitur? Erzählst du, dass es toll war oder dass du dich freust? Gibt es eine so Lüge, die dir besonders schwer fällt innerhalb dieser Hauptlüge? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe denen halt gesagt, dass meine schriftlichen Prüfungen jetzt halt mehr so mittelmäßig waren. Nicht, dass ich sie jetzt halt ganz versaut habe und so weiter. Ja. Und ja, und die größte Lüge ist halt immer noch, dass ich halt gesagt habe, ja, ich habe es halt geschafft. Ja, klar. Und ja. Ja, jetzt ist das natürlich so eine Zwickmühle und eine Zeitbombe irgendwie. Du, ja, genau. Du wirst nicht drumherum kommen, es ihnen zu sagen. Es geht nicht anders. Ja, das stimmt schon, ja. Du kannst ja jetzt nicht so tun, als würdest du studieren und die Lüge. Ja, letztendlich, jeder Tag, der vergeht, desto größer wird die Lüge und desto komplizierter wird alles. Ja, das weiß ich selber ja auch, ja. Und ja. Und zwei Wochen sind schon eine lange Zeit, aber mein Gott, man kann es ja vielleicht auch verstehen. Ich hoffe, dass deine Eltern das vielleicht ein bisschen verstehen, dass sie dann auch sich sagen, okay, sie hat Angst gehabt, sie schämt sich. Und das ist auch natürlich eine schwierige Sache, wenn man zum zweiten Mal durchgefallen ist, ist man auch ziemlich angeschlagen, so was das Selbstwertgefühl anbelangt. Aber deine Kollegen wissen das doch da in der Schule, ne? Deine Freundinnen oder Bekannten. Ja doch, ja klar, das kann man ja schlecht verbergen, eben, sag ich jetzt mal. Also. Genau, hast du nicht Angst, dass das irgendwie durchsickert dann an deine Eltern? Nee, das, also auf jeden Fall nicht von meinen Freunden oder so. Da gibt's keine Verbindung so hin. Mhm. Was meinst du denn, was deine Eltern sagen, wenn du es jetzt beichtest? Ja, das ist ja halt das große Fragezeichen im Moment. Naja, also das kann ich wirklich überhaupt gar nicht einschätzen. Die sind natürlich erstmal enttäuscht, logisch. Ja, das auf jeden Fall. Logisch, die sind enttäuscht, das werden ja alle. Dann werden sie auch etwas sauer sein, dass du sie zwei Wochen belogen hast. Aber du kennst deine Eltern viel besser als ich. Ja, davon gehe ich aus. Ja, was meinst du, wenn so der erste Zorn, sage ich mal, verraucht ist und die erste Enttäuschung sich auch gelegt hat, werden die weiter zu dir stehen und weiter auch dann gemeinsam mit dir überlegen, was man nur anstatt des Studierens machen kann? Oder hast du Angst, dass die dich ganz irgendwie erstmal... Ja, also die werden mich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie verstoßen oder so. Also davon gehe ich jetzt nicht aus. Ja, ist doch schon mal gut. Du sagst aber das so. Es gibt ja Eltern, die ganz anders drauf sind. Die würden sagen, tschüss und erstmal in den nächsten Jahren will ich nichts mit dir zu tun haben. Ja gut, also nee, ganz so krass wird es wahrscheinlich nicht sein, aber... Dann nimm dir ein Herz oder nimm dir alle Herzen, die du hast und morgen raus mit der Sprache. Ja. Ach, und jetzt... Du hast einen Fehler gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber okay, wir machen alle immer Fehler. Da muss man sehen, dass man das einsieht, dass man einen Fehler gemacht hat, und da muss man das Beste draus machen oder sich so verhalten, dass man versucht, den Fehler wieder aufzufangen. Und das ist in deinem Fall jetzt so, dass du so schnell wie möglich sagen solltest. Da musst du es aushalten, du musst es ausbaden, was du dir eingebrockt hast, und dann nach vorne gucken. Ja. Es gibt genügend Sachen, wenn du bist 19 Jahre alt, du hast die Fachoberschulreife. So. Richtig. Da kann man noch was draus machen. Entweder machst du eine Lehre oder du gehst auf eine Fachoberschule, auf eine Fachhochschule. Muss man gucken, was halt ansteht. Was wäre denn so dein Traum jetzt außerhalb des Studiums, was du vielleicht machen würdest wollen gerne? Ja, also ich hatte mich schon sehr auf Studieren jetzt halt eingeschossen. Mhm. Und ja, müsste ich jetzt eventuell noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Gut, aber da wird man eine Lösung finden. Also die Welt geht, das ist jetzt ein bisschen blöd, finde ich auch, aber deshalb geht die Welt nicht unter. Es gibt immer Schlimmeres. Ja, das viel Schlimmeres. So, ich sag dir ganz, ganz klar, Stefanie, red morgen mit deinen Eltern. Ja. Und dann sei dir im Klaren, dass es vielleicht erstmal ein Donnerwetter geben wird, aber so wie du es jetzt gerade geschildert hast, werden die Eltern nach einer gewissen Zeit schon dann zu dir stehen und ihr werdet gemeinsam überlegen, was zu tun ist. Ja? Ja, hoffen wir es auf also, jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück, drück die Daumen und alles Gute. Ja, alles klar, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, live hier bei uns im Radio und im Fernsehen bei Heinz Live und im WDR Fernsehen. Hier ist Alicia. Alicia, 20 Jahre, hallo. Hallo. Nein, da ist sie. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Um was geht's denn bei dir, Alicia? Ja, es geht um meine Affäre, und zwar, die hat letztes Jahr begonnen mit dem Marc. Der ist 22, wird jetzt 23. Ja. Und ja, wir haben es eigentlich so jedes Wochenende lang gesehen, so Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Und naja, dann habe ich ihm halt irgendwie erzählt, dass ich dann eine Beziehung habe ihn dann gemeldet gehabt. Achso, du hast eine Beziehung? Ich hatte eine Beziehung. Hattest eine Beziehung, ne? Und dann fing das mit Marc schon so währenddessen an.
Nee, das war schon viel vorher. Das war halt letztes Jahr. Und die Beziehung hatte ich halt vor ein paar Wochen jetzt. Ach so. Hab ihn dann natürlich auch gemeldet gehabt. Also Moment, pass auf. Also die Geschichte mit der Affäre, die Mark heißt, die war voriges Jahr. Genau, letztes Jahr. Und das lief immer so ein bisschen und ihr habt euch gesehen. Ja, das hat sich halt irgendwie so ergeben. Ich habe ihn halt kennengelernt, mit einem Freund. Ja, war aber keine große Verliebtheit, irgendwie so eine kleine Affäre. Ja, am Anfang war das halt nur so ein Techtelmechtel. Also ich habe wirklich gar keine Gefühle gehabt, gar nichts. Ja, warum bist du mit ihm dann nicht, wenn das so lange läuft, nicht mit ihm richtig zusammengekommen? Mit der Affäre, mit Mark? Ja, das Problem war halt, dass er halt gar nicht wollte. Ach so. Also er ist generell so ein Typ, er hat dann gesagt, so, nee, keine Beziehung. Und er hat halt auch vorher mir die Wahrheit gesagt und gesagt, dass er halt ziemlich viele Frauen hat. Ah, ich verstehe. Mal hier, mal da. Ich verstehe. So, und dann hast du dich in einen anderen verguckt vor einer gewissen Zeit? Das war nicht richtig verguckt, sondern das war eher einfach nur aus Frust, um ihn halt zu vergessen. Ach so. Dann war die Sache mit dem Mark war schon eingeschlafen. Oder lief die auch noch? Ja, nee, die lief dann auch noch. Immer wieder so, aber eigentlich warst du gefrustet und hättest ihn doch lieber ganz für dich, aber du warst unzufrieden. Und da hast du dir einen anderen Typ ausgeguckt. Genau, um ihn halt ganz zu vergessen. Und als ich halt noch mit meinem Ex-Freund, sage ich jetzt mal, zusammen war, da lief es halt eben auch noch. Mit dem Mark. Mit dem Mark, genau, richtig. Hast du dir deinen anderen Mann ausgeguckt, vielleicht um den Mark auch ein bisschen eifersüchtig zu machen? Mal ganz ehrlich, unter uns beiden. Kann schon sein. Ja. So, aber der Mark hat das nicht eifersüchtig gemacht. Nee, nur gar nicht. Also der hat mich dann nur gefragt beim letzten Mal, ja, du hast doch einen Freund, warum triffst du dich dann mit mir? Da meinte ich so, ja, ist doch egal. Ja. Das Problem ist halt bei mir, ich habe auch vorher schon versucht, Beziehungen aufzubauen. Ja. Ich habe auch Angebote, so ist ja nicht, aber irgendwie, ich kann einfach nicht. Also ich komme von diesem Mark echt nicht los. Immer an Mark denkst. Ja, der hat mich echt scheiße behandelt. So, ist nochmal eine Frage zu der Beziehung, dieser Mini-Beziehung, die es da gegeben hat. Die gibt's aber nicht mehr im Moment. Nein, die habe ich dann beendet. Affäre Mark, die läuft aber jetzt im Moment wieder. Nach wie vor, ab und zu. Nee, eben jetzt nicht. Also seit genau 2 Wochen nicht mehr. Ja. Also das letzte Mal, als er noch hier war, habe ich halt gesagt, dass ich jetzt einen Freund hätte. Ja. Und dann hat er halt gesagt, ja, warum hast du denn einen Freund? Da meinte ich einfach, ja, ist doch egal. Ja. So, und seitdem hat er sich auch gar nicht mehr gemeldet. Ach so. So, und jetzt sitzt du da, der Freund ist weg und du hast aber diesen Mark immer noch im Kopf und kommst von dem nicht los. Obwohl er dich schlecht behandelt hat, hast du gerade gesagt. Was hat er denn gemacht? Ja, das ist ein bisschen scheiße zu sagen, aber also er kam halt an, nach der Disco hat er mir halt gemeldet oder ich ihn gemeldet und dann hat er halt gesagt, ja, er kommt jetzt mal vorbei. Es war immer so gegen 2-4 Uhr. Mhm. Ja, und dann kam er rein und hat dann direkt gesagt, ja, jetzt nichts irgendwie groß reden, sondern einfach nur in die Kiste ab. Zack, zack. So, genau. Und als er dann fertig war, schnell Hose angezogen und tschüss. Ja. Und hat im Grunde gar nicht auf meine Bedürfnisse geachtet, was ich wollte. Sondern einfach nur, er war fertig und einfach weg. Ja, das war's dann, ne? Ja, aber ich, keine Ahnung, was es ist, aber ich komme einfach nicht von denen los. Ich rede auch die ganze Zeit über denen, belästige meine ganzen Freunde. Also Alicia, ich bin One-Minute-Man genannt. Ich glaube, da musst du erstmal ein bisschen strenger mit dir selbst sein. Da hast du einen Typ an deiner Seite, den man gar nicht verurteilen kann, weil er von Anfang an gesagt hat, dass er nichts Besonderes von dir will, außer Sex. Mhm. Der will von dir nur Sex. Du bist ein Betthäschen für den. Ein sehr praktisches Betthäschen. Wo man nachts mal um 2 Uhr anrufen kann, wenn man geil ist, und da geht man hin und ran an den Speck und das war's dann. Ja, aber am Anfang hat er mir ja schon gesagt, egal. Da war auch ziemlich durcheinander. Ja, ich habe mir schon überlegt, eine Beziehung mit dir zu haben. Ja, am Anfang. Vergiss mal, was er am Anfang gesagt hat. Entscheidend ist, wie sich die Sache jetzt entwickelt hat und wie er die letzte Zeit drauf war. Der interessiert sich nicht für dich. Der interessiert sich null für dein Herz, für deine Gefühle. Der interessiert sich für deinen Unterleib. So muss man es sagen. So. Ja, aber ich will es irgendwie auch nicht wahrhaben. Ja, deswegen ist es gut. Weil er hat mir jedes Mal erzählt, wenn er halt hier war, ja, du bist so super, du bist so zärtlich. Ja, vielleicht. Das mag ja auch alles sein. Aber der will mit dir keine Beziehung haben und der ist nicht verknallt in dich. Der will mehrere Frauen haben und du bist, wie gesagt, sehr praktisch für den. Ja, aber warum komme ich dann gar nicht von denen los? Weil du dir immer zu irgendwas einredest. Und weil du gar nicht die Wahrheit hören willst.
weil du dir das schön redest und dich irgendwie reinträumst in irgendeine romantische Kitschwelt. Und du dir das nicht klar vor Augen führst, was da wirklich gebacken ist. Der Typ mag ja nett sein, das mag sexuell auch gut laufen zwischen euch beiden. Aber naja, nett nicht so wirklich. Siehst du, nicht mal das, nicht mal das, nicht mal das, ja. Nicht mal das. So. Ja, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt so ein Problem habe, ob ich auf so Männer stehe, die mich scheiße behandeln. Ich weiß echt nicht, was es ist, weil ich habe wirklich immer wieder versucht, in diesen 1,5 Jahren irgendwie eine Beziehung mit einem anderen Mann zu haben. Und ich hatte wirklich echt total viele Angebote. Ja, da waren echt super tolle Männer dabei. Was ich glaube, es ist immer daran gescheitert, weil du dir immer noch was eingeredet hast oder was erträumt hast mit diesem Mark, mit der Affäre. Weil der immer noch in deinem Kopf drin war. Deswegen hast du gar keine Freiheit innerlich gehabt, um dich auf irgendwas anderes einzulassen. Ich würde an deiner Stelle wirklich jetzt mit, nur so geht das. Da gibt's keine andere Möglichkeit. Ganz rigoros innerlich dagegen steuern, gegen diesen Mark. Wenn er sich nochmal meldet, nicht mehr mit ihm treffen. Wenn du anfängst, über den nachzudenken, und über den schöne Sachen zu denken, verbiet es dir, verbanne es aus deinem Kopf. Spinn dich nicht rein in irgendwelche Illusionen mit dem. Sobald du anfängst, darüber nachzudenken, musst du sagen, Schluss aus, keine Gedanken mehr über Mark. Und halt dir einfach vor Augen, was er dir gesagt hat und wie er dich behandelt hat bisher. So, das müsste erstmal als Medikament auch ausreichen, um dagegen zu wirken. Mhm. Das hast du in der Hand. Du musst den Mark aus deinem Kopf rauskriegen. Ja. So, und dann wirst du auch frei sein und offen sein wieder für neue Beziehungen. Du darfst dich da nicht reinreden. Du hast dich da zu sehr reingesteigert in Sachen Mark. Mark muss aus dem Kopf von Alicia raus, okay? Okay, ja. Aber das liegt jetzt wirklich nicht daran, dass ich jetzt so auf so Männer stehe. Nee, würde ich erstmal gar nicht so sagen. Nee, jetzt bemühe dich erstmal und dann sieht man weiter, okay? Ja, okay. Ziemlich hart. Viel Erfolg damit. Ja, darf ich noch jemanden schnell grüßen? Ganz schnell. Okay, also ich grüße meinen Schatz Sonja Weiler, dann grüße ich den André, den René, Sasa und die Simone. Okay, Alicia, tschüss. Danke, ciao. Jetzt wird aber heute nicht mehr gegrüßt. Hartmut, 61, hallo Hartmut. Ja, grüß Gott. Ja, schönen guten Morgen. Ich traue mich gar nicht, von meinen kleinen Problemen zu reden, die gar keine sind, nach dem, was ich alles gehört habe. Na, erzähl mal. Vorgestern habe ich irgendwas gehört von einer Jugendliebe, die er schon lange kennt und jetzt verheiratet und sowas. Und da habe ich gesagt, das kann ich toppen. Erzähl. Ich bin Jahrgang 44. Ja. Meine Frau auch. Ja. Wir haben uns kennengelernt. Sie ist aus Hamburg, ich aus Berlin, hier am Niederrhein. Ja. Beim Konfirmationsunterricht mit 13 Jahren. Aha. Mit 13 Jahren? Sandkasten. Ja, die klassische, ja genau. Mhm. Ja. Das hat so ein paar Monate, 2 Jahre vielleicht gehalten. Dann kam ich war ein bisschen kompliziert, meinen Eltern gegenüber ins Internat. Ja. Das war alles auseinander und sonst was alles. Aber wir hatten immer mal so eine Postkarte aus dem Urlaub und sowas alles. Mhm. Und kurz vorm Abi habe ich sie angerufen und habe gesagt, was meinst du, wenn ich das Abitur bestehe, gehst du mit mir mal wieder essen? Aha. Da wären wir ja dann so 19 Jahre alt, ne? Ja, ja. Und da hat sie gesagt, das schafft er sowieso nicht. Das kann ich dir ruhig versprechen. Und hat das zugesagt. Und ich habe das Abitur bestanden. Ah ja, wahrscheinlich deshalb nur. Vielleicht. Weil du mit dir essen gehen wolltest, ja. Also, wir sind essen gegangen. Ja. Und an dem Abend haben wir uns im Prinzip inoffiziell verlobt. Wahnsinn. Nach 5, 6 Jahren, Wahnsinn. Wo wir uns kaum gesehen haben, haben wir gesagt, das passt. Ja. Wie gesagt, nicht in die Kiste und gar nichts, was ich alles heute Abend gehört habe. Ja. Einfach nur so, wir haben gesagt, boah, wir verstehen uns, wir... Da warst du wart ihr 19? Ja, ja. Wann wurde geheiratet? Wie alt wart ihr da? Das kommt jetzt später. Also erstmal ich zum Studium nach Berlin. Ja. Meine Frau war schon mit der Ausbildung fertig, Textilingenieur gemacht und so weiter, war bei der BFA, auch nach Berlin. Ja. Und dann wollten wir zusammenziehen. Ja. Und plötzlich kam das Problem... Das ging nicht. Wir mussten heiraten. Ah. Nicht wegen des Nachwuchses, sondern wegen der Wohnung. Ach so. Damals gab es ja noch den Kuppelei-Paragrafen. Ja. Also haben wir unseren Eltern gesagt, also wir heiraten. Also wirklich alles groß gefeiert und so weiter. Wir haben 1966 geheiratet. Unser erstes Kind ist 69 geboren. Also man sieht, keine muss heiraten. Ja, ja.
Und also ich will nur sagen, wir sind so ein bisschen Fossilien. Wir sind heute noch verheiratet. Eine Bilderbuchgeschichte und heute noch glücklich. Ja. Wunderbar. Mit kleinen Haken und Ösen, wie es an jeder Beziehung. Nein, das ist ja auch normal nach so langer Zeit. Aber das ist wirklich eine schöne Geschichte und das ist wirklich selten. Ich glaube, das ist wirklich sehr selten. Und sei froh und dankbar, dass euer Leben so verlaufen ist und weiter so verläuft. Ich wünsche euch, dass es weiter so verläuft. Also wie gesagt, wir haben unter den Augen des Pastors unterm Tisch haben wir so kleine Kassibe ausgetauscht. Ja. Wahnsinn, wirklich der Wahnsinn. Der hat uns dann auch noch getraut. Ja. Und hat unser erstes Kind getauft. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Ich freue mich, das noch gehört zu haben. Und herzliche Grüße an deine Frau. Dankeschön. Alles Liebe, tschüss. Tschüss, Domian. So, ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, Marco Rössler, Malte Emels, Christian Part, Christian König, Vivian Merchak und Peter Ossianowski. Morgen ist mein prominenter Gast Michael Holm, 23.30 Uhr, WDR Fernsehen, Michael Holm. Macht's gut, gute Nacht, bis dahin, tschüss.